Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Let's Play Sonic Team Sonic Racing. Falls es schön ist und wir Sonic spielen, habe ich meine Zelda-Mütze aufgesetzt. Die ist neu von der Comic-Con ab. Passend ist, weiß es auch, braucht ihr mich nicht die Kommentare vollballern mit Mimimi, die Gameplay passt aber gar nicht in Gameplay. Ich weiß, es ist jetzt einfach so. Okay, ich habe es zwar gesagt, ich mache es öfters auch käppig zum Gameplay passen. Oder so generell, dass ich mich den Gameplay entsprechend style, kleide, whatever. Jetzt aber ist. No. Not today, maybe tomorrow. Who knows? So. Irgendwie wollte ich schauen, dass ich die Facecam noch ein bisschen verrücke, sodass das Ding hier auf der Seite ist. Aber das geht gerade nicht. Da ist es jetzt so. Und wir müssen damit leben. Jetzt ist motiviert und wir machen weiter hier im zweiten Part mit Team Sonic Racing mit Level 1, 2 mit der Schwierigkeit normal. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu dem, nicht, dass mir wieder etwas runterfällt, zu dem neuen Part von Team Sonic Racing. Kommt ihr ab mit zweimal am Tag, kaum ist die letzten Wochen eher nicht so oft wegen der E3, ne Kinder, es ist Bescheid. Letztes Mal haben wir mit Sonic gemacht, heute machen wir mal Knuckles, weil Knuckles ist mein Lieblingscharakter tatsächlich. Finde ich dementsprechend cool, dass da gleich was freigeschaltet ist. Dafür Daumen hoch. Generell gilt auch, ein Däumchen wäre ein Träumster. Also wenn ihr ein Daumen nach oben als Pulsbewertung da lassen würdet, werdet ihr natürlich richtige Ehrenmänner oder Ehrenfrauen, halt je nachdem, ob ihr Mann oder Frau seid. Bessere Redaktion oder Mädchen. Also Ehrenmädchen, Ehrenjunge, whatever. Und hier haben wir die Tails. Weil mich immer ausblenden, wenn hier gerade was erzählen. Schaut, was für einen das Ganze krasser wirkt. Er mich fahren lässt. Wenn du den Wagen jetzt so hübsch findest, mein pelziger Freund, warte, bis du die Modifizierungen freischaltest. Warum nicht jetzt schon? Das kriegt ihr schon raus. Erkundet die Karte, fahrt Nebenrennen und sammelt verborgene Schlüssel. Oh, was ihr alles finden werdet, die potenziell gefährlichen Sachen. Okay, das hört sich sehr interessant an. Muss erstmal auf die Steuerung wieder gewöhnen, weil es doch ein Unterschied, wenn man dieses schöne Spiel auf der Xbox spielt oder wenn man irgendwie ein Mario Kart auf der Switch spielt. Hab mir das Spiel übrigens bewusst für die Xbox geholt, leider nicht für die Nintendo Switch. Einfach weil ich mal schauen wollte, wie sich so ein Funracer auf der Xbox anfühlt. Weil ich wieder mal gesagt, Mimimi, wieso spielst du nicht auf der Switch? Weil ich es auf der Xbox spiele. Ganz einfach. So. Ah ja, Fahrerrennen mit einem Dreier-Team. Drei, okay, okay. Nein. Wir fangen jetzt nicht mit so ersten Witzen an. Das wäre es wohl niveaulos. So, Sonic, Tails und Knuckles. Irgendwie viel mehr gab es dann. Der Stall ähnlich. Oh, das ist ja noch mehr. An die, wir sind ein Team oder wie? Hä? Muss ich das hier jetzt raffen? Ich glaube schon. However, sind irgendwie die Drifts komplett mal anders als... Oh mein Gott, die Delfine, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kenne die Strecke noch so 1A von Sonic und Sega All-Star Racing. Von dem iPad damals, mein erstes Rennspiel. Habe ich erst am letzten Part schon von erzählt, ne? Was? Objektkisten, Übertragung anbieten, was ist das, was? Wir können so Objektkisten und Teammitglieder senden, die, ah... Oh Gott, ich war damals so richtig scheiße in dieser Strecke hier. Ich bin's immer noch. Aber die war wirklich 1:1 damals in Sonic und Sega All-Star Racing. Geil, dass sie wiederverwenden. Und so schön aufpoliert haben. Diese Strecke hier, die ist wirklich gerade einfach nur Kindheit. Weil ich hab's im letzten Part schon erklärt. Ich hab dieses Sonic und Sega All-Star Racing damals so... Okay, ein bisschen hat sich verändert. Aber ich hab die Sonic und Sega All-Star Racing damals so krass gesockt, das wirklich, das war, ich habe es geliebt damals. Ich habe es damals geliebt. Und umso mehr freue ich mich jetzt, ich muss wieder gewöhnen hier, den neuen Teil einfach socken zu können. Weil wirklich, das war damals als Kindheit. An dieser Stelle bin ich damals wirklich... The fuck. An dieser Stelle bin ich damals wirklich immer runtergefallen. Also wirklich immer. Und es war schade, dass man das nicht mit Bewegungsstörung spielen kann. Stimmt, kann man es auf das Switch und es fuckt mich jetzt hier voll ab, dass es hier nicht geht. Weil dieser PDM Expressen auch total schlecht. Ich wette es. Falls jemand von euch auf das Switch hat, würde es mal interessieren, ob man es da im Mehrspieler in den Bewegungsdauer spielen kann. Weil hier auf der Xbox geht nichts, oder? Ich bin so blöd dafür.
Naja, however. Das ist ein Fünfter, das passt mir gerade gar nicht. I don't like to be so bad as they are. So, hier muss man aufpassen, am besten einfach mal bremsen. Man darf auch nicht gegen die Pöller kommen, sonst pöllert man. Oh mein Gott, ich bin gerade Erster. Schuss. Wie schaffe ich das gerade? Ich habe keine Ahnung. Na gut, Rennen ist auch auf normal gestellt. Da sollte es eigentlich drin sein. Ist trotzdem krass, aber ich werde das irgendwie kurz vor dem Ziel da irgendwas hier mich wegballert. Wird das dann aus dem Nix doch nicht Erster werden. Ich prophezei es zumindest. Stimmt, weil ich jetzt die Gegenball. Tue ich nicht mal. LOL. Ha! Bin zu Erster geworden. Ey. Krass. Aber wie gesagt, diese Stats hier. Die erinnert mich so hart hier an meine Kindheit. Ihr könnt es nicht glauben. Wirklich, das war eins meiner allerersten Spielen überhaupt. Und also das Original. Will ich definitiv irgendwann nochmal Let's Playen, weil muss es einfach. Ja, und umso gehypter bin ich auf dieses Spiel. Und ich habe das jetzt während der E3 leider Gottes nicht gebracht. Aber ab jetzt kommt es wirklich immer täglich zweimal. Und darauf könnt ihr euch freuen. Das wird so cool. Das war genial. So gerne ich auch zu Fuß renne. Mit diesem Wagen macht es auch Spaß. Das ist fast so schön wie Angeln. Ich gebe zu, der Typ weiß, wie man ein Rennen veranstaltet. Aber irgendwas gefällt mir immer noch nicht. Ja, genau. Das ist fortschrittliche Technik. Sogar für mich. Und was treibt ihn dazu, uns antreten zu lassen? Testet er die Grenzen seiner Fahrzeuge? Oder testet er unsere Grenzen? Beides, weder noch, sowohl als auch. Wer weiß schon. Sieg oder Niederlage, eure Arbeit als Team entscheidet. So, seid ihr bereit für das nächste? Sind wir bereit fürs nächste Rennen? Ich glaub's schon. Modifizierung. Moment, B. Ja, nicht dasselbe nochmal machen. Jetzt haben wir hier irgendwie 1,3 und hier 1,5. Und da fragt man sich, wieso? Ach, das ein Grand Prix-Team und hier ist. Machen wir mal so erst als 3, wir gehen mal hier nach der richtigen. Hier. Machen wir Knuckles, die belassen wir uns wirklich in die Party. Ich finde auch das Auto von der eigentlich echt cool. Gefällt mir. Springen hier. Sie sagen. So, dann sind wir ja mal gespannt, wie das jetzt wird. Das Rennen, ich habe Respekt davor ein bisschen. Gar nicht ein bisschen, aber du natürlich, dass das jetzt ist. Dann werden wir jetzt mal sehen, wie es wird. So, das ist ein Grand Prix Team Rennen. Insgesamt gibt es 4 Stück und Ocean View ist das erste. Bereitet euch auf das Grand Prix Rennen vor. Euer Team tritt gegen andere an und vor. Heilige, sieht das aus. Dufte, ich bin bereit. Anschnallen. Großartig. Na, okay. Let's go!
Also man merkt so langsam wird es ein bisschen anspruchsvoller. Aber noch ist das alles hier ganz locker, flockig drin. Man gewöhnt sich auch dran. Oh, das funktioniert sogar mit den Hochgängen, was die gerade gelernt haben. Ich habe das aus Gewöhnung aus Mario Kart 8 gemacht, ohne jetzt großartigen Effekt hier irgendwie gemerkt zu erwartet zu haben. Und dann läuft es doch. Hier muss man aufpassen, dass man nicht überrollt wird. Sagte ich und wurde es, aber ich glaube, das passiert auch den krassesten Mal. Sonst ist das Spiel aber erst geil, macht erst Spaß und das ist... Ja, ich sag gut, ich weiß, dass es hätte besser sein können. Zähl daneben. Ah, ich bin noch hier Fahranfänger in diesem Spiel. Weiß immer so. Man muss erst bis dran gewöhnen, dann bin ich drin, dann macht's Spaß. Ja, wirklich, auf dieses Spiel, ja, Maspa, die trifft's, ihr seht das ja, die klappen Maspa einfach noch nicht da. Was ist denn das hier? Muss man jetzt noch ein bisschen aufpassen. Aber das wird schon. Da bin ich sehr zuversichtlich. Jetzt fahren wir hier lang. Oh, ist was? Ach, echt, gibt's doch mal 3 Runden hier. Okay, interessant. Da gab's eine ganze Zeit 3. Ich hab's beinahe noch mal eine eigene Bombe gefahren. Seht ihr, wie kritisch die ganze Situation sich entwickeln konnte? So, Sonic kratzt da unten auf dem 6. Platz herum. Das ist ja nicht gerade gut. Ich meine, ist Team Sonic Racing. Und dann kratzt er da irgendwo unten. Naja. However. Da hat auch noch dieses Brust. Also, wir Events hatten zu halten, bevor ob es kann. Nix was pressen. Ja, boy, jetzt bin ich wieder Erster. Ja, hier ist es einfach mal viel angenehmer. Es sind keine runterfallenden Dinger. Auch sonst ist die Strecke viel cooler und angenehmer. Mit den ganzen, Geschwindigkeitsstreifen, Schlag mich tot. Ich muss bemerken, dass hier diese Seite einfach viel mehr Sinn macht. Wenn hier nicht komplett gegen die Bande knallt und verkackt, dann sagt man es auch legendärerweise, wie es. Als Erste ins Ziel. Als Erste ins Ziel, besser gesagt. Wunderbar, siehst du? Geht doch. Und so schwer war es auch nicht. Ach, macht Spaß. Macht es Spaß. Das ist wirklich wieder so kompletter Kindheits-Comeback hier. Gefühlt mehr oder weniger. Das ist erst cool. So, Grand Prix, nächster Rennen. Stimmt, das waren da 4 Rennen jetzt am Stück. Die machen wir alle jetzt noch in dem Part hier, dann dauert der halt ein bisschen länger wie der nächste. Näher kommt ja 2 Parts pro Tag hier, Team Sonic Racing. Ihr wisst Bescheid. Sag es immer. Ich bin gerade erstmal, ich merke nämlich, in den meisten von meinen Videos wirke ich nämlich irgendwie sehr unmotiviert, jetzt meinst du oder so. Herzlich willkommen zum neuen Part. Weil letzten, ja, gleich bist du doch mal aus Abdelbock und so. Aber heute bin ich motiviert. Ich glaube, das merkt man auch. Klar, ich renne nicht viel, wenn ich gerade Rennen fahre, rede ich nicht viel, weil mich aufs Rennen konzentrieren. Ja, aber sonst. Ich will dieses motivierte, coole Community-Feeling, ne? Werdet auch mal ein Channel use, die morgen, heute noch, ich wollte die irgendwann online kommen, was eins morgen, werde ich auch noch ein bisschen darüber palabern. Weil ich will das alles das motivierte angehen. Da bin ich auf einem guten Weg dazu. Sadala, dodala. 3, 2, 1, uno, dos, tres, quattro, lasset das Rennen beginnen. Ich glaube, man muss bei allen Grand Prix irgendwie als Team siegen. Das heißt, irgendwie, ich sollte nicht Sechster sein, weil das wäre, glaube ich, das für unser Team. Ich weiß gar nicht, wie genau das eigentlich ist, ob man da eine Gesamt-Endings-Leistung hat oder wie rum der Hase hier hoppelt. Ich kann schon sagen, wie der Hase in Mario Kart hoppelt. Und die Strecken, muss ich sagen, gefallen mir echt gut. Die haben da wirklich so krass auf den Hintergrund und sonst was geachtet. Ich kenne auch das alte, da sind die jetzt halber so geil und was geht denn hier ab? Alter, wo fahren wir hier? Das ist ja mal übelst nice, was auch immer das hier ist. Auf Wolken oder so. Ich kann teilweise, ob ich gerade so langsam bin, aber es feier ist. Hä, muss man hier irgendwie wie so, hä? Ja, was müssen wir machen? Okay, die geben mir alle Windschatten, sonst was, aber was ist denn das hier? Wie war es das gerade so langsam auf einmal? Ich hab das überhaupt nicht verstanden, ne? Das ist richtig creepy hier.
diese Stelle hier. Erstmal so eine Stellen, da weiß man einfach nicht, wo oben, unten, links und rechts ist. Aber ich glaube, so langsam kommt es wieder relativ gesehen näher. Und das ist auch immer so etwas. Ah, diese Dinger hier sind ganz gefährlich, da man da runterkrachen kann. Wenn man dagegen wumst. Und das ist drei von den Runden hier. Yay, vor allem auf die eine Stelle am Regenbogen Boulevard ist voll. Oder Wolkenstraße, whatever das jetzt ist. Freue ich mich richtig drauf, ihr wisst Bescheid. Nee, wirklich, das ist so eine Stelle, die ist. Aua, hier, hallo. Wenn du ein bisschen drückst hier auf den Neuling. Ich glaube, da muss man irgendwie einen Windschatten von jemand sein. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe die anderen irgendwie alle hier so total lol. Total schnell fahren ist hier gerade mal weniger am. Jetzt läuft es ja auch einigermaßen, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier das Geheimnis ist oder weshalb es vorhin hier so geschlichen hat wie so ein Dachs. Ich weiß es nicht. Ja gut, ich bin immer noch nicht so krass Teil, aber halt auch nicht so krass heiße. Nein, doch, eigentlich bin ich gerade mega scheiße. Aber es hält immer noch ein bisschen Zeit, die eine Runde. Und bis zum Ende werde ich dann wieder auf dem zweiten Platz mit bei der auch zufrieden aufbauen. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist cool, die Strecken sind mega. Gefallen mir wirklich gut, aber liegt vielleicht einfach daran, das ist einfach, wie gesagt, das Spiel war Kindheit. Und deshalb kann ich da auch nur schwer jetzt richtig wirklich so objektiv an die Sache rangehen. Weil ich das Spiel damals erst gerne gespielt habe. Mario und Sonic Racing aber sogar vor Mario Kart, also wirklich einigermaßen vom Mario Kart entdeckt. War so ein krasses Zeit damals. War so ein echt krasses Zeit. Und dementsprechend, das sag ich, bin ich der Erste. Froh bin ich, dass ich hier jetzt wieder hier als Erster. Turbo. Dass ich hier jetzt wieder als Erster hier rumtanzen kann und dieses geile Spiel hier spielen kann. Ich habe ja auch schönerweise, weil ich das Spiel so gerne mag, sogar einen Aufsteller dazu bekommen. Den zeige ich euch vielleicht auch nachher mal. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Der ist jetzt immer noch so in Sammlung. Werde ich spätestens ist holen gleich noch einen Cam und zeigen euch, dann wisst ihr, was ich meine. Und das ist mal das für eine Sammlung. Werde ich spätestens demnächst sehen, wenn ich eine Roomtour mache. Aber ich habe versprochen, die kommt irgendwann im August. Ist das jetzt noch vor der Gamescom. Und dann seht ihr mal, was ich für krassen Stuff habe. Weil ich habe mir wirklich viele gewünscht, die Roomtour. Und jetzt könnt ihr die dann halt mal sehen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Aber vom Herzen mal ein Ziel. Und freuen uns auch noch auf zwei weitere Rennen. Sogar hier in dem Part. Ist jetzt. Und der Part ist halt wirklich da ein bisschen länger. Aber ich will den Grand Prix jetzt in dem Part beenden. Ne? Dann ist er halt mal ein bisschen länger, wird auch keine Sau umbringen. Dies ist zumindest meine Behauptung. Eigentlich kann ich es während wenn das hier ladet, euch den Magazin zeigen. Hol es dir. Ja? Dieses Ding hier. So sieht er aus. Das ist wirklich ein Riesenteil. Ein Riesenteil ist dieser Aufsteller. Riesenteil. Bin ich sehr froh, dass ich den habe. Und der steht jetzt bei mir hier eben rum. Wisst Bescheid. Und wir legen los oder machen weiter, whatever. Mit dem nächsten Rennen. Ja, wir sind bereit. Bereiter waren wir noch nie. Let's go. Lasset die Sahne beginnen. Was eben verwirkt ist. Spiel ist cool. Wie gesagt, ja. Nehme ich wirklich gerne auf, macht mehr Spaß. Also, mehr als so manche andere Games. Und jetzt bin ich halt komplett in die Wiese gefahren. Zum Grasen, weil ich Gras brauche. Nee, das bekomme ich dann als Herz. Ja, aber das ist wirklich, das ist hier erst, cooles Spiel. Wirklich. Ich werde auch lange nachts hier, wenn ich einige Part aufnehmen muss. Aber es macht das wirklich gern. Er spielt das Spiel gern.
Nehmen wir dementsprechend auch gern Pate auf. Alles ganz nett und cool und überhaupt. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade mal wieder in einer motivierten Phase, kann es erst mal ändern. Weil gerade bei der motivierten Phase habe einfach Zeit. Und das Haus, das logischerweise so oft wie es geht, irgendwie jetzt Plays raushaue. Beziehungsweise jetzt habe ich noch die Belastung, wie endlich Sausage Crafted World durchs Boxen. Und dieses Spiel mit zwei Partnern am Tagshaus auch, dass das relativ schnell abbekommen. Dass ich die beiden Projekte schon mal weg habe. Dann für Mario Maker. Klar wird dann Wii U und 3DS-Version stoppen, was mir auch wieder Slots gibt, aber trotzdem. Ich will jetzt ein paar Projekte beenden und dann ein bisschen runterfahren, damit ich in Zukunft nicht ganz so viel offene Projekte mehr habe und die dafür öfter bringen. Also das ist zum Beispiel eben Mario Maker 2 und dann vielleicht noch ein anderes Witzprojekt, aber die dafür halt wirklich öfter. Klar, die anderen Dauerbrenner wie Livestreams jetzt mal abgesehen von den Videoprojekten, wisst ihr, was ich meine? Und dass die halt dann dafür öfter bringen. So zumindest meine Idee, die dahinter steckt. Ja. Ja, sagen wir mal so, ihr wisst Bescheid, was Sache ist. Und jetzt werde ich auch sauer, dass ich das ganze Tag mal vornehmen, wenn ich Zeit habe. Eigentlich wollte ich jetzt heute Abend noch viel voraufnehmen. Aber ich bin so fertig, ich nehme jetzt das auf, was ich zwangsweise erstmal für morgen brauche. Und dann bin ich eigentlich auch erstmal zufrieden und werde erstmal pennen gehen. Morgen Dienstag habe ich aber relativ viel Zeit, da werde ich gerade viel voraufnehmen. Weil ich das zum Teil wirklich, seht ihr es hier an dem Tag, wo es ist aufnehmen, seht ihr das zum Teil. Einfach weil ich noch nichts weiter voraufgenommen habe. Ich bin in der E3, die wir letzte Woche waren, und dann war da auch noch, war es auch noch der Comic-Con-Tag und all sowas. Das ist, ne, da vergeht so viel Zeit. Deshalb da einfach nicht wundern. Aber das, bekommen wir auch so nachgebacken. Wenn es zuversichtlich ist, bisschen, dass ich da jetzt eben die Tage hier viel voraufnehme. Und wie kann das sein, dass wir es eigentlich auf einmal wieder jetzt zwei überholen? Ich habe nicht diesen Dingsboost. Auch wenn ihr beide mal Team seid, hallo, ich will Erster werden, ja? Komm, ich grill jetzt. Ich will eben allen Erster. Mal, was ist denn das hier? Das hier vor eine Säuse. Die alles in den weg verseust, der mir in die Nähe kommt. Kann aber auch Gast sein, damit ich hier in der Mission das Erster ins Ziel gleite. Bam! Bitches. Wenn ich natürlich in allen vier Rennen als Erster ins Ziel komme, das wäre es für den optimalen Nice, ne? Mal sehen, ob ich das hier im letzten Rennen auch schaffe. Wir werden sehen. Und machen directly das nächste Rennen. Lieber Sound, dass die Let's Play-Projekte immer ein bisschen länger macht. Die letzten waren es meistens so die Videos so 13, 16 Minuten, aber es will sich eher jetzt mehr in die Richtung von 20 Minuten wirklich, also eher länger als kürzere Let's Plays, weil das ist dann, finde ich, so 20 Minuten, sowas ist gerade angenehm. Nicht so kurz und nicht so lang. Klar, der Part hier wird vielleicht 2-3-4 Minuten länger, aber das ist ja das weiter das Leben. Immerhin. Ich meine, ihr freut das da, umso mehr ihr seht, umso glücklicher, whatever seid ihr. Also, alles gut. Oh. Der sieht ja mal geil aus hier. So ein Palast und so Stuff, also. Der sieht cool aus. Gefällt mir. Letztes Rennen in den Grand Prix, letztes Rennen auch von diesem Part. Wir fangen an. Aber ich sag ja, also schön aussehenden Rennen hier haben meistens auch ein bisschen was in sich. Stichwort, sie sind kompliziert. Aber mal sehen. Wenn ich mich nicht gerade wie ein komplett abgelaufener Joghurt anstelle, müsste das eigentlich auch funktionieren. So, die Krabben sind aber ein bisschen aus dem CP-CP-Strand aus Mario Kart geklaut, ne? Und zwar, hallo. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde die Tastenbelegung manchmal nicht so ganz sinnvoll. Ah Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht eine Taste drücke, weil ich denke, wenn die wäre für Items, würde ich mal rückwärts fahren. Dann wundere ich mich, dass ich da immer irgendwie jetzt auf einmal hier einmal stehen bleibe. Das ist mein Fehler, war auch im... Haha. Also die Tastenbelegung ist ja erst komplett anders wie in Mario Kart hier. Die kommen erstmal übelst nicht klar. Den bremst man ja ab, der ist ja hier. Aber ihr seht, dass wir ganz drauf klarkommen, komme ich hier noch nicht auf den ganzen Bums hier. Aber kommt Zeit, kommt Rat, ist das Wort, jetzt noch.
Hier fahren wir jetzt irgendwo das Wasser, wo wir halber stehen bleiben, auch ganz geil. Denn aus dem Nichts kommt so ein Turbo, der hier alles halber kaputt macht. Ist immer ein Netzwerk, der weiß, auf dem dritten Platz befördert. Also wirklich Mühe. Haben die krass viele gegeben. Und ich mag an sich auch das. Aua. Die Bombe hat mich erwischt. Und das war gerade schlecht. Ich mag an das wirklich dieses. Ich kann es nur öfter sagen. Ich mag dieses Spiel wirklich. Ich finde, es sieht so cool aus, Grafis. Das erinnert mich eben total an meine Kindheit. Der Pengistan Lost Tiger ist auch so derbe gerade dran. Und ihr könnt mit keine. Kein objektives Kritik-Dings jetzt hier erwartet bei dir Let's Play. Deshalb, ich gebe die 100% die Kaufempfehlung. Liegt aber dran, dass ich das Spiel auch mag. Das liegt daran, dass ich das irgendwie übelst mit meiner Kindheit verbinde. Wie ich mein iPad hatte und dann saß da immer im Auto, wenn wir Urlaub gefahren sind, gelangweilt hinten drin, wenn wir zum Teil 6-7 Stunden Urlaub gefahren sind und hab dann die Spiel damals gespielt. Und hab mir, wenn ich gerade keinen Bock auf das Spiel hatte, mir selbst downloaded die Videos angeschaut. Mit der Android-App namens Video-Downloader. Wo es 3 Jahre später irgendwie drauf kommen, dass die App vielleicht nicht ganz so legal ist. Hab ich wohl gemerkt aus dem Play Store, ne? Naja. Hab ich dann wieder gelöscht und alles war gut. Aber trotzdem. War eine creepy Zeit, aber es war eine komische Zeit. Aber trotzdem, da habe ich eben die Spiele auch gesuchtet. Da hatte ich wirklich eine Vollversion auf dem ersten iPad, ersten iPod damals auch. Das war so legendär. Und dann kam der Abklatz Mario und Sonic All-Star Racing Transformed. Bin ich bis heute nicht der Fan davon. Werd ist auch, also fand ich persönlich nicht gut. Werd ist auch nicht als, werde vielleicht mal als Play, weil ich die Reihe eigentlich sind nur 3 Teile mal haben müsste. Hab ich aber nicht so krass gespielt in Transformed, weil ich, wie gesagt, nicht so der krasse Fan von. Ersten Teil werde ich definitiv Let's Playen und zwar relativ bald, nachdem ich die Durst habe. Weil ich sonst irgendwie Angst habe, dass ich da nicht mehr dran komme. Weil auf Steam lässt sich das Spiel zum Beispiel aus wie vor 3 Jahren nochmal auf Steam gekauft. So, nostalgiegrundmäßig lässt sich da allerdings nicht mehr öffnen. Ich bin der Erste. Noch zumindest. Muss halt schauen, wie das jetzt, zu bei den anderen abläuft. Handy oder so. Aber es ist zum Teil noch, also auf dem aktuellen GSLIS, aber auf dem alten iPad. Muss schauen, ob es das irgendwie capsern lässt. Ach nein, komm, Tails nicht ein bisschen rüberholen. Wäre zumindest geil, wenn es gehen würde, irgendwie. Und, ich bin an allen 4 Strecken Erster geworden, kann das sein? Also, ich wollte nicht den Abend von Tag loben, aber ich bin ja mehr oder weniger kurz vor dem Ziel. Oder? Nee. Dachte gerade, das wäre das Ziel, aber nein, ich gehe doch nochmal weiter. Weil das könnte mit erst Verhängnis werden. Theoretisch zumindest. Mann, Annie, hier war es denn, dass ich gewartet. Ja, so sieht's aus. Was? Also, ob mich der Tails hier noch überholt? Was, verdammt, war überall der Erste, weil da kommt der scheiß Tails und überholt mich. Auch wenn er mein Team ist. Nee! Aus dem Nichts kommt der überholt mich dann auf einmal. Scheiße, ey. Der Erste werden. Na gut, war nur dieses Rennen hier so gesehen. Sind wir zufrieden? Insgesamt sind wir Erster geworden. Never, wie die was gewonnen haben. Das haben wir doch gut gemacht. Ja, meldet euch bei mir, sobald ihr etwas rausfindet. Mit wem redest du, Tails? Oh, niemand, Big. Ich verstehe. Wenn mir Froggy fehlt, rede ich mit ihm. Auch wenn er nicht da ist. Ah ja, was haben diese geheimnisvollen Selbstgespräche wohl zu bedeuten? Wir werden es bald herausfinden. In Devil 1.4 geht es im nächsten Part weiter. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!